Niederländische Politiker planen, alle Drogen zu legalisieren. Der Staat kann dann Steuern auf den Handel einnehmen. Sowas plant Schäuble bestimmt auch schon. Ist nachvollziehbar, der Drogenhandel ist lukrativ. Das würde bedeuten, mein bekiffter Mitbewohner wäre Leistungsträger der Gesellschaft. Zielgruppe der FDP, die sich für Steuererleichterungen einsetzen würde. Die steuerzahlenden Gewerbetreibenden hätten dann auch eine Lobby, die sich für die Aufhebung der Residenzpflicht einsetzt. Morgen geht's weiter.